Aber auch ein wichtiger Themenblock, finde ich, ist, ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, wo du in das Parlament gekommen bist. Ich vertrete zwei Minderheiten. Wolltest du mir erzählen, welche zwei Minderheiten? Eine sieht man. Ja, einerseits eben, dass ich ein Mensch bin mit einem Handicap und andererseits, dass ich als schwuler Behinderter eigentlich in das Parlament eingezogen bin. Und das Problem ist jetzt nicht das Parlament, die meisten Leute sind sehr, sehr aufgeschlossen, aber es ist teilweise schon schwierig, als Schwule anzustehen, sich zu outen, auch in der Politik. Ja, allgemein. Und es existiert eigentlich, ich kenne jetzt eigentlich praktisch niemanden, der sagt, ja, ich bin gehandicapt und nein, schwul und ich stehe für das hin. Nein, es ist wie ein No-Go. Nein. Also als Mensch mit einer Beeinträchtigung sollte man eigentlich als erstes das erste Mal doch so ein bisschen dankbar sein. Ja. Und was ich feststelle als heterosexuell, wir sind asexuell. Ja, unbedingt. Also, ich verstehe es nicht, weil erstens mal ist es ja ein menschliches Bedürfnis. Und wenn man uns ja den asexuellen Kleber anklebt, müssen wir ja fragen, wie siehst du mich? Bin ich ein menschliches Wesen? Und dann würde die Thema Sexualität gar nicht mehr gelten. Aber warum ist es so ein Tabuthema allgemein Sexualität? Das frage ich mich eigentlich auch. Also, weil wir werden ja überall sexualisiert. Ja. Ein bisschen heterosexuell. Homosexualität kommt langsam, weil mutige Menschen das aufbrechen. Aber kommt auch immer mehr. Warum? Ist es wirklich noch so biblisch angekocht, wegen Adam und Eva, der böse Sex und der arme Behinderte? Aber das kann ja nicht sein, weil ich weiß es nicht. Also ich weiß es leider auch nicht. Interessant ist ja, dass wenn ich mit dem Rollstuhl, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn ich mit dem Rollstuhl zum Beispiel durch die Langstrasse fahre, da kommen sehr, sehr viele Prostituierte natürlich auf mich zu, weil das Thema Menschen mit Handicap und Prostitution, ja, ist ja auch ein grosses Thema. Ja. Also die Frauen wissen auf jeden Fall, dass wir eine Sexualität haben, oder? Ja, und dass das vielleicht ein bisschen angenehmer kommt, ist auch. Das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Oder, ja. Da kenne ich mich sehr gut aus. Und ich muss einfach sagen, die sich darauf spezialisieren, haben dort auch einen Geschäftszweig entdeckt. Also möglichst hohe Preise, ja, ansetzen. Das ist so, ja. Weil du kannst uns ja auch in Abhängigkeit treiben damit. Also es gibt auch gute, aber die Tendenz gerade in dem, dass sogar der IV-Bezüger das ganze Geld ihnen zuschiebt. Oder? Ja. Aber ich weiss gar nicht, aber du lebst in einer Partnerschaft, aber gibt es denn auch Sexualassistenten oder auch Prostituierte für Homosexuelle? Also für Frauen sind sie am Kommen. Ja, also so. Du meinst jetzt für Homosexuelle, ja, mit Handicap? Ja, mit Handicap. Dem habe ich noch nie etwas gehört. Also ich weiss, dass, ich bin ganz sicher, dass es dass auch gewisse Männer, die in diesem Bereich arbeiten, sicher auch mit Menschen mit Handicap zu tun haben. Ich selber habe die Erfahrung nie gemacht, weil ich es nicht suche, oder? Ich habe eine Partnerschaft und es ist natürlich so, die Sexualität tut sich ja in jeder Partnerschaft verändern. Ja, also je nach Alter. Je nach Alter. Bedürfnis. Aber, nicht nur Alter, weil ich meine, die Ratgeber für sexuelle Problematik, ja, die sind ja voll. Und das sind ja die meisten davon sind ja heterosexuelle, ja, und in der Regel nicht mal alte. Also es ist einfach ein Themenbereich, wo es auch Probleme gibt. Ja. Und logischerweise gibt es die auch bei uns, bei Homosexuellen, aber ich glaube einfach, dass eher weniger Homosexuelle mit Handicap tatsächlich in einer Partnerschaft leben. Also vielleicht sehe ich das falsch, ich habe noch niemanden kennengelernt bis jetzt. Weil Partnerschaft an und für sich ist ja schon vielen Herausforderungen ausgesetzt, oder? Und dann, wenn da noch das Handicap dazu kommt, wird es einfach schwieriger.
Ich habe jetzt gerade ein Buch gelost von Raoul Krauthausen, das ist ja er in Deutschland, mit Glasknochen, auch mit Chappie und so. Und er erzählt, das ist eine Biografie von ihm, dass er eine Beziehung hatte und dass er eine Beziehung hatte, wo sie am Schluss mit dem Blick ein Problem hatte. Und dann die, also mit dem Blick von der anderen Gesellschaft. Menschen. Ja. Und eigentlich wegen dem Beziehung beendet hat. Weil sie auch die Erklärungen nicht hat wollen, immer haben. Warum du eine schöne Frau hast jetzt die kleine Behinderte, kann der dich überhaupt glücklich machen? Habt ihr die Thematik bei euch auch schon mal gehabt? Also in der Partnerschaft, Beziehung. Ja. Vielleicht nicht auf die Art und Weise. Reden, nein, also ich rede einfach jetzt für mich. Ja. Weil ich kann nicht für meinen Partner reden. Ja, nein, ist das anders, ist oder? Schwierig. Oder? Aber das Thema ist ja schon, also Sexualität ist ja schon lange ein Thema, auch im Zusammenhang mit Krankheit bei uns, oder? Weil ich, wie gesagt, seit 90er Jahren ich ja krank bin mit Colitis ulcerosa, oder? Und ist natürlich so, dass da könntest du jetzt auch andere Menschen fragen, wenn du natürlich die ganze Zeit aufs WC rennst und damit beschäftigt bist, eigentlich nicht irgendwo in die Hose zu machen, ist Robin automatisch das Thema Sexualität schon ziemlich erschwert, oder? Ja. Und das sind einfach Bereiche gewesen, wo wir uns müssen finden mussten. Da gibt es immer Lösungen. Ich glaube, es gibt immer Lösungen. Es gibt immer Lösungen. Aber die Frage ist natürlich, ob deine Partnerin oder Partner das auch mittragen kann. Weil man kann jetzt nicht einfach sagen, die Menschen sind nicht treu oder sie tun sich vor Problemen zurückziehen, weil sie haben ja auch ein Recht. Und sind auch Bedürfnisse. Und sind auch, genau. Und das muss man einfach sehen, oder? Jetzt, mein Partner hat jetzt das irgendwie können mit mir mittragen. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie gefragt, warum. Nein, finde ich aber spannend. Ja, also wir haben natürlich das schon mehrfach thematisiert, dass ich gesagt habe, also ich finde es schon toll, oder, dass er überhaupt mit meinem Leben so lange Zeit einfach mitkommt. Weil es hat immer wieder schwere Probleme gegeben, oder? Ja. Und er sagt einfach, offenbar habe ich ja schon Qualitäten, die sehr anziehend sind für ihn, wo ihm einfach etwas anderes auch geben. Also ich sage jetzt mit dem nicht, dass Sexualität bei uns kein Thema ist, aber einfach, dass wir das irgendwie anders haben können lösen. Und auf welche Minderheit wirst du mehr angesprochen und auch vielleicht diskriminiert? Im Alter. Ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich kann sagen kann, also ich bin wegen meiner Sexualität noch nie diskriminiert worden. Auch als Fußgänger nicht? Auch als Fußgänger nicht. Vielleicht, es hat sicher Leute gegeben, die gefunden haben, oh, da und so. Aber es hat zumindest niemand thematisiert. Weil du so offen umgehst. Vielleicht, damit. Ich weiß nicht, ich habe immer das Credo gehabt, das ist ja noch interessant. Ich bin ja erst eigentlich geoutet, seit ich ein Handicap habe. Also voran haben wir zwar immer offen gelebt, wir haben zusammengelebt. In den Menschen war es klar, ja, das ist wahrscheinlich eher nicht ein WG. Also je älter du wirst, desto mehr ist irgendwann. Ja, aber wir haben das nie so, auch an der Stelle, wo ich gearbeitet habe. Ich habe nie gesagt, hallo, ich bin falsch schwul oder so. Weil ich es nicht wichtig fand, weil ich möchte ja als Mensch definiert werden und nicht über meine Sexualität ausschließlich. Jetzt wegen Handicap muss ich jetzt ehrlich sagen, das Thema, das du kennst, also ich werde immer wieder duzt. Und zwar nur, wenn ich im Rollstuhl unterwegs bin, das ist ja interessant. Es gibt vielleicht Menschen, die sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, aber ich weiß es nicht einmal. Also ich habe immer da komm mal, ich kann es alle sagen, also ich habe immer sie dabei. Das heisst, sie ist natürlich immer das Bindeglied. Also über sie haben schon ganz, ganz viele Menschen Kontakt zu mir aufgenommen. Und ohne sie wäre ganz, ganz viel seltener das passiert wahrscheinlich. Moment, ist mir das heiß Problem. Und nein, Diskriminierung, nein. Aber ein interessanter Ansatz, wenn du sagst,
für dich ist es immer auch klar gewesen, Homosexualität, dass du es überhaupt nicht thematisiert hast, also so öffentlich, und weil es für dich so klar gewesen ist, auch nicht angeeckt bist, könnte man jetzt sagen, eine Behinderung, also ich stelle nur die Thesen auf, nicht so matchentscheidend wärst du auch inkludiert. Also, das finde ich einen speziellen Ansatz, also einen interessanten Ansatz, weil man dort selber zu viel gewichtet. Ja, ist es eher, möglich. Ist es eher sichtbarer? Also eher sichtbarer jetzt wegen dem Handicap, oder? Für einen selber. Für einen selber. Und auch für die anderen. Also ich müsste vielleicht noch... Also ich wollte niemand... Nein, dass ich aber schon natürlich immer offen gsi bin, wenn ich gefragt worden bin. Ja. Das heisst, ich habe nichts versteckt. Eben. Sondern ich habe es einfach gelebt. Und das ist für mich viel wichtiger, als das an jedem möglichen und unmöglichen Ort zu kommunizieren. Aber in Schlieren ist es jetzt passiert, durch das, dass man mich mehr kennt, jetzt mit dem Hund, weil es ist natürlich der mit dem Rollstuhl, mit dem Hund. Ja. Da kennt man einfach mit der Zeit. Ja, wie ich mit den roten Haaren. Ja, genau. Und mir ist es dann passiert, dass ich in einem Restaurant war, in Schlieren, und ältere, so um die 80 herum, ein Mann gesagt hat, ist das dein Partner, wo man mit dem Hund rausgeht? Und einfach so in die Runde raus. Es hat, weiss nicht, wie viele Leute so rundherum gehabt. Und so konkret, direkt, hat mich noch nie in meinem Leben jemand angesprochen auf das. Und da habe ich mich aber schon dort gesehen, dass ich, der erste Gedanke war, was geht dich das etwas an, muss ich jetzt das da erzählen? Also ich habe schon eigentlich so ein bisschen Umweg gesucht. Ich habe dann gemerkt, also so klar ist es dann für mich doch nicht immer, oder? Okay. Und ich dann aber gedacht habe, nein, also hallo, wenn jetzt jemand das schon so, einfach so thematisiert und so unverkrampft, dann sagst du halt, ja, das ist mein Partner. Und von dort weg bin ich eigentlich mehr oder weniger in ganz Schlieren geoutet worden, oder? Ah, jetzt weiss ich aber, wenn ich meine Frage wollte, auch konstruieren vorher, ist für dich das Handicap oder Behinderung eine Vielfalt von dir? Oder ist es ein Handicap? Es ist in vielen Bereichen schon ein Handicap, aber man kann es durchaus auch als Vielfalt anschauen, weil manchmal, ich weiss nicht, ob man das gerne gehört zu unseren Kreisen, ich profitiere manchmal auch. Also der Behindertenbonus, der spielt eben manchmal auch. Ja, wie Frauen auch profitieren. Oder hübsche Männer mit der Mode haben sie auch mehr unsere Nischen, wo man profitiert. Ist ja so. Es ist ja so. Und ich habe ein interessantes Vorwort gelesen. Natürlich ist das idealistisch, aber dass eigentlich erst Behinderung, Vielfalt von der Natur und Schönheit zeigt, wie alles, was in den Normen entspricht, eigentlich gegen die Natur ist, sondern es ist eine Anpassung. Das stimmt. Und jetzt, wo du das sagst, kommt mir in den Sinn, dass gerade in der Natur, also bei Pflanzen und aber auch im Tierreich, werden da immer wieder so Exoten gezeigt. Ja. Und dort ist es immer wahnsinnig toll. Ist wow. Super! Ja. Und ich habe das mir jetzt noch nie so überlegt, aber eigentlich, es gibt ja nicht gut ohne schlecht, nicht weiss ohne schwarz. Schon. Und es gibt ja auch keine gesunde oder normale, wenn es uns nicht gäbe.